Hallo und willkommen. Ich bin's MK3 und das ist eigentlich nur ein Infovideo für was ich am Wochenende vorhabe. Deswegen schon mal vorab, bevor ich überhaupt ein Random Friday Video mache und mir das Spiel komplett und in großer Breite erkläre. Ja, das ist Blood Bowl. Und ich möchte gern da jedes Wochenende womöglich immer so ein bisschen was aus einem Turnier, wo ich mitspiele, was zeigen. Was womöglich ein Desaster werden wird, weil dieses Spiel einen unglaublich über den Tisch ziehen kann, mit Glück oder eher gesagt mit Pech. Und wir wollen mal ganz kurz was gucken, denn ihr könnt dabei sein. Zumindest als, wie immer, als Spieler. Ja, ich werde diesmal nicht als Spieler dabei sein, ich bin bescheuert. Nein, ich bin der Coach, wie ihr oben erkennen könntet. Wobei, ja, ist quasi mein Bild schon. Deswegen. Any advice for the budding coach then, Bob? Yeah, always wear underpants. You never know who might be looking. Und ihr Jungs, halt mal die Klappe im Hintergrund. Ihr seid noch nicht dran. So. Nice shirt, by the way. Also, wir gucken uns mal ganz kurz das Team an, nur damit ihr schon mal eine Vorauswahl treffen könnt und vielleicht mit abstimmen wollt vielleicht. Was wollen wir überhaupt spielen? Ich meine, es gibt da diverses hier im Blood Bowl. Vielleicht so viel schon mal gesagt zu Blood Bowl. Es ist ein rundenbasierendes Spiel und wir sind so eine Art Fantasy American Football-artigem Spiel, wo wir aber faulen dürfen und Leute umbringen dürfen und all diesen Scheiß machen dürfen, den man normalerweise nicht machen darf natürlich. Und womöglich auch irgendwelche großen Maschinen aufstellen oder Ogre halt mit dem Team haben bei den Menschen. Hm, warum nicht? Und ja, ne? Jetzt müssen wir uns natürlich erstmal überlegen, welche Rasse wollen wir uns auspacken, bevor wir jetzt noch sagen, wer was werden wird, ob jetzt wer der Ogre sein darf oder wer auch nicht. Gucken wir uns erstmal kurz die Rassen an, welche es gibt und danach könnt ihr abstimmen, welche Rasse wir nehmen sollen für das Turnier. Ist doch eine gute Idee, oder? Ich finde das eine sehr gute Idee. Vor allem habt ihr dann natürlich die Chance, wie immer, mit eurem Namen dort als jeweiliger Spieler aufzutauchen, um fies Level zu steigen und ein Superstar zu werden. Oder bei dem Versuch wird vielleicht euch der Kopf abgerissen. Kann passieren, ne? Aber gut, gucken wir uns erstmal die Jungs an. Fangen wir vorhin bei den Menschen mal an. Sagen wir mal, wir wollten die nehmen. Das wird natürlich ein bisschen länger dauern, weil ich immer hier was eingeben muss. Wir müssen uns im Team erstellen. Wir haben auch ein Motto theoretisch. Das übergehen wir jetzt einfach mal. Wir können auch Farben aussuchen und so weiter. Da kann man auch ein Stadion, was man ausbauen kann, sich noch nachholen. Aber das ignorieren wir jetzt mal alles. Fresh-faced Rookie-Humans. Oh, so delicious. Und hier die Typen werden wir, glaube ich, ständig dazwischen quatschen. Ihr werdet schon sehen. Aber ja, das sind so die Menschen, die haben einen Ogre. Das ist eigentlich das Wichtigste. Der Rest sind eigentlich ganz normale Gitze. Blitzer sind einfach Typen, die da rumrennen können. Hier oben, ihr seht auch schon schön die Aufstellung, was wie viel drin sein darf. Es gibt halt Werfer, Fänger, Linemen sind einfach die Standardgitze. Und Blitzer sind die Typen, die einfach sagen, hey, ich hau dir ins Gesicht, weil die kriegen Bonus, wenn sie Leute umhauen wollen. Wir werden auch nach ganz kurz gegen Ende nochmal sehen, wie so ein Spiel aussehen wird. Nur ganz kurz, ganz kurz. Nur so als Geschmäckle, nur damit ihr ungefähr wisst, worauf ihr hier einläuft, wenn ihr mitmachen wollt. Aber ja, das sind die Menschen. Eher unspektakulär, außer natürlich eben hier. Weil er ist ein verdammter Ogre. Der wird einfach alles niederwalzen, was vorhin kommt. Oder einfach nur, weil er nämlich bescheuert ist, doof rumstehen und nichts tun können. Weil er ist wahrlich bescheuert. Wahrsten Sinne des Wortes ist er bescheuert. Ja, wir hoffen mal, dass wir das nicht so oft sehen. Aber ja, das sind jetzt die Menschen. Die sind halt sehr, sehr durchschnittlich. Als nächstes hätten wir die Orks zur Verfügung. Da sieht die Sache ein bisschen differenzierter aus. Wenn wir haben nicht nur Orks. Wir haben nicht womöglich nur Black Orks dabei. Black Orks, für Leute, die wollen mal kennen. Black Orks, die hauen einem schwer ins Gesicht. Nein, wir haben sogar Gobos dabei. Warum auch immer. Und wir können sogar, wenn wir unbedingt meinen, wir müssten, können wir sogar einen fiesen Troll uns einpacken. Der auch ziemlich krass aussieht. Ja, und der ist genauso auf dem Niveau wie der Ogre eben. Ziemlich groß, ziemlich doof und ziemlich blöd. Aber ja, der ist dafür ziemlich krass. Wenn er mir jemand auf die Fresse haut, dann macht das richtig. Dann natürlich, wie gesagt, Blitzer hier, das sind eigentlich normale Orks. Die sind einfach Orks eben, ne? Die hauen einem gerne ins Gesicht. Die sind auch nicht viel besser eigentlich als die Menschen. Also die sind quasi tatsächlich mehr oder weniger identisch. Nur wer wirklich jetzt anders ist, sind Black Orks. Die Jungs sind ein bisschen tougher. Die sind vor allem stärker, aber dafür weniger beweglich. Und die hauen nicht nur ins Gesicht, die hauen auch durch. Also die ziehen durch, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist schon unangenehm. Oder fiese Gobos. So kleine, fiese Drecksäcke, die womöglich unfassbar schwer zu killen sind, weil sie so klein und agil sind. Auch sehr, sehr knuffig, die Jungs. Also nicht optisch, aber Junge, die kriegt man nicht tot. Die weichen allem Schiss aus. Ja, und der Lineman ist also normaler Gobo. Gehen wir zum nächsten Team. Und dann hatten wir die Zwerge. Gut, dass mir keiner dazwischen gelabert hat. Die Zwerge, ist eigentlich klar, wie Kloßpulver die sind. Ziemlich kurz, aber die haben was Schönes dabei. Die haben verdammte Kriegsmaschine dabei. Den Death Roller. Ein Typ, der Bier säuft und eine gigantische
Walze vor sich her rollen lässt. Ja, das Ding macht wahrlich alles tot. Hat auch sehr, sehr viele Vorteile. Der größte Nachteil am Ding ist, sehr wahrscheinlich, wenn sobald einmal ein Punkt erzielt wird oder die erste Halbzeit vorbei ist, in der Regel wird er vom Platz gestellt, permanent. Also für das komplette Spiel danach, weil dann wird gesagt, da guckt der Schiedsrichter zum ersten Mal hin und sagt dann, warte mal, das ist kein normaler Spieler. Das sind halt auch nur Grubus, die Schiedsrichter, die merken halt so schnell. Ansonsten haben wir natürlich Slayer, für Leute, die es noch wissen, die Typen, die keine Rüstung tragen wollen, sagen sich, scheiß drauf. Die Typen sind aber super krass. Warum? Sie haben Block. Block ist total toll, aber darauf kommen wir irgendwann mal zu sprechen. Später will ich mir vorstellen. Aber nein, die sind Blocker und die haben Dauntless. Und Dauntless ist sowas wie, normalerweise muss man immer überlegen sich, je mehr Stärke die haben, desto besser hauen sie Leute auf die Fresse. Und die würfeln Bonusstärke, wenn sie größeren Typen auf die Fresse hauen wollen. Und dann macht sie nämlich BÄM! Dann sieht man so einen kleinen Slayer, so einen großen Dämon einfach mal one-shotten womöglich oder umbringen. Kann passieren. Muss nicht, kann aber. Das ist halt das Coole an den Slayern. Und natürlich Frenzy, die ticken völlig aus. Das ist jetzt das Spezielle an denen eigentlich nur. Dann haben wir Blitzer. Eigentlich gleich wie den anderen Blitzern auch nur. Die Hitty-Typen werden auch schlechter verwundet. Also ansonsten, ja, Flügelhelm, bewaffnete Bierbäuche sozusagen, die doch ein bisschen schneller sind als ein normaler Durchschnittszwerg. Aber dann auch sein Runner. Ja, okay, der übernimmt so die Rolle von dem, ich bin derjenige, der versucht, einen Ball aufzuheben, weil der Rest ist doof und zu schlecht dafür. Did you know, it's rumored that Spike Magazine Editor, Yuri Rinnell, actually hates... Ja, bevor wir aber von Jim noch weitere Sachen hören, und die Longbeards sind einfach die Standardtypen, wo sagt man sich so, ja, die sind so da. Ja, das ist so das Standardkanonenfutter, was auch sterben darf. Der Rest ist eigentlich schon wieder so spezial, dass man sagen kann, oh, bitte stirb nicht. Gehen wir zum nächsten Typ über. Ja, jetzt habe ich leider die pinke Farbe genommen, aber soll jetzt mal dahingestellt sein. Die müssen nicht pink sein, die können auch eine andere Farbe nehmen. Aber das sind Skaven, Rattenmenschen. Und da gucken wir uns mal, da war die meisten Leute bestimmt keine Rattenmenschen in meinem Leben gesehen haben, fangen wir mit dem Red Ogre an. Das ist so eine Art Mischmasch zwischen einem Ogre und einer Ratte, eben einem Red Ogre. Es ist eine verdammt große Ratte, die ziemlich auf die Fresse hauen kann, Leuten. Und die macht das ziemlich gut, muss man sagen. Die kann das ziemlich, ziemlich gut. Zählt er da als wildes Tier, das heißt beim Worten, wenn sie nicht gerade was umbringen darf, wahrscheinlich bleibt sie doof stehen. Das ist immer der Nachteil an den ganz großen Typen. Aber ja, ansonsten, der wird auch nicht vom Schlachtfeld geschickt. Nö, der wird gesagt, nö. Der hat genug Nachteile, der bleibt halt zwischendurch stehen, hier die Ratte, und sagt dann, mö, gibt nix. Dann haben wir natürlich noch den Stormwürmen. Das mehr oder weniger ist das eigentlich der Blitzer. Der hat nämlich Block und ist etwas, auch schon etwas größere Ratte. Für die Warhammer Fantasy Leute, ja, das wäre Stormwurm, wenn das teilweise eine helle Bade mit sich rumschleppt. So groß ist der Typ schon wieder. Jetzt ziemlich cool. Dann haben wir den Gutter Runner. Der Gutter Runner. Und der kann ausweichen standardmäßig, was ziemlich fett ist, weil dann wird er nicht schnell umgebracht. Was immer eine gute Idee ist. Vorteil an allen Skaven ist, die können Mutationen erhalten. Ja, Mutationen, zum Beispiel einen neuen Kopf. Oder mehr Arme und all so ein Scheiß. Throw ist wie immer klar, der Typ, der den Ball hin und her wirft. Und der Lineman, der einfach nur sagt, ich bin in dem Fall jetzt mal pink und laufe doof rum und verliere womöglich Augen und Arme und Beine zwischendurch. Aber der ist auch, der ist eigentlich schlechter als der normale Mensch, weil hier Rüstungswert ist niedriger. Deswegen, meh. Kanonenfutter. Aber ansonsten sind das sehr coole Typen. Sehr schnell vor allem. Wirklich sehr schnell. Gehen wir zum nächsten Typ. You have all these wonderful races to choose from. And you select the High Elves? Ganz ruhig, Bob, ganz ruhig. Ich weiß, auch ich werde diese Mannschaft nicht freiwillig nehmen eigentlich. Es sind Hochelfen. Das sind also, wenn wir normale Elfen kennen, das sind die Snobs unter den Elfen, wo man sagt dann, oh mein Gott, warum können die nicht einfach sterben gehen? Ja, also auf jeden Fall, ne, das sind einfach so, als ob man Adlige und noch Elfen, die hochnäsig sind, kombiniert. Ja, aber das sind Hochelfen. Ich mag sie nicht, ich stelle sie trotzdem kurz vor. Der Blitzer, alleine wie hier stehen hier, können wir so kacken dreiste Spaten hier mit dem blöden Zammelhelm. Ja, die sind agiler als natürlich die normalen Typen, ist klar. Aber ich meine, der kann blocken, ist ein Blitzer. Was soll er sonst machen? Der Catcher, das Raw und Alignment. Eigentlich haben die nichts sonst Spezielles, nur dass die eben alle verdammt gute Rüstung anhaben. Ich meine, auch Rüstung von 8 und hier der Blitzer, meine ich mich, die haben alle 8. Alle von 8. Alle 8 Rüstungen, das ist schon... doof. Ja, wenn man die umbringen will, ist das doof. Und die Agility und dieses Fähigkeit, die teilweise haben, ist nicht schlecht, aber die haben auch kein Special. Ja? Und da sagt man so, das sind einfach agilere, ich sag's jetzt immer mal nicht, sonst werde ich wieder ausfallen, aber ja, Elfen halt. Gehen wir zum nächsten Team schnell weiter. A Dark Elf Team is a wise choice. Especially if you like speed and violence. Genau, Jim.
Nämlich, das sind Dunkelelfen. Gehen jetzt zu den Pansen, sag ich jetzt mal, zu den Hochelfen, sind hier die schon ein bisschen fieser veranlagt. Warum? Sie haben überall Stacheln drauf. Eigentlich ist das der große Unterschied. Und sie haben auch tatsächlich weibliche Charaktere mit dabei, die äußerst krass sind. Also gehen wir mal erstmal, gucken wir uns das gleich mal an. Das sind nämlich Witch-Elfs, beziehungsweise, wie heißen sie nochmal gleich? Bevor ich was Falsches sage. Doch, Witch-Elf. Die hießen aber vorher mal anders, oder? Ja, und wobei jetzt vom Gesicht her könnten sie auch Männer sein, aber nein. Die hauen unglaublich auf die Fresse und die sind unglaublich, nicht unbedingt tough, aber die sind, ich sag mal, sehr offensiv eingestellt. Sehr offensiv eingestellt. Ich glaube, nur der Assassine hier von denen ist noch ein bisschen schlimmer eingestellt von denen. Ja, die haben tatsächlich einen Attentäter mitten auf dem Schlachtfeld rumlaufen. Der hat sogar extra eine Fähigkeit, um Leute abzustechen auf dem Schlachtfeld. Einfach mal so. Leider kriegt er dafür auch keine Erfahrung, weil Erfahrung kriegen muss man ja schon mit seinen Typen. Aber dafür ist einfach nur so ein fieses Psch. Niederstechen und dann sagt der Schiedsrichter, nein, dafür gibt es keine Erfahrung. Aber er geht noch nicht mal vom Schlachtfeld, so wie ich es verstanden habe, sondern er bringt einfach Leute um. Böse, sehr, sehr böse. Aber auch an sich ein bisschen cooler schon wieder. Gut, der Blitzer ist eigentlich bei allen gleich. Die haben alle immer Block, die laufen ein bisschen rum. Ne? Die sind nicht wirklich schlecht. Die sind nicht wirklich schlecht. Runner, das sind die Typen, die alle um sich den Ball kümmern sollen. Und die Typen, die immer doof im Weg stehen. Ja, es sind zwei Elfen. Erwähnt haben sie Frauen dabei. Für die Gleichberechtigung und so, wobei die schlimmsten Kämpfer hier womöglich sind die Frauen hier sogar, weil die wirklich völlig am Rad drehen. So, ja, krass. Einfach nur krass. Gehen wir zum nächsten Team. Ja. Bretonen. Ich wusste gar nicht, dass die ein eigenes Team haben, aber jetzt haben sie ein eigenes Team. Das sind Bretonen. Also in der Warhammer-Welt sozusagen die Gralsritterkelle. Und tatsächlich haben die entweder beschissene Bauern, die haben Bauern auf dem Schlachtfeld, die sind absolut unfähig. Die sind, die haben keine gescheite Rüstung, die sind nicht agil, die Stärke ist absoluter Durchschnitt. Bauern eben. Bauernopfer. So, Blitzer sind von denen schon ein bisschen bessere Knights. Die haben einen vernünftigen Helm auf. Das sieht eigentlich ganz in Ordnung aus. Und die haben relativ viele Stats. Die haben sogar Dauntless, was normalerweise der Zwergenslayer normalerweise nur kriegt oder wenige andere nur. Das ist schon, das ist schon ziemlich cool. Als Blitzer, die können, was, sie können so einen Troll mal locker flockig einfach mal wegnatzen im Angriff. Nicht verkehrt. Und die haben Blocker. Auch Knights. Und die haben Wrestle. Die legen sich also mit den anderen gleichzeitig hin. Toll. Aber auch die haben von den Stats her eigentlich relativ, sehen sie gut aus. Und die können auch insgesamt 8 Stück von denen aufstellen. Daumen hoch. Alles so, ich sag mal, aufstrebende Helden. Zumindest haben sie bessere Stats als die normalen Menschen. Das ist schon mal nicht verkehrt. Allerdings die Bauern. Die kann man vergessen. Zum nächsten Team. So. Frau Jim, wie weit er war, auspackt hier. Das Chaos. Wir können tatsächlich Viecher aus dem Reich des Chaos uns holen. Da haben wir nämlich zum Beispiel die Beastmans. Die haben alle Hörner. Damit tun sie besser Leute umrennen. Wir ignorieren jetzt mal die Leute im Hintergrund. Und das ist relativ cool. Die machen damit große Löcher, denn damit Leute umrennen, das ist so, als ob sie eine Stecke mehr haben, wenn sie mit anderen Leuten angreifen. Also zwar nur für eine spezielle Aktion, aber ja, dann hätten sie eine Stärke mehr. Deswegen sind die schon nicht verkehrt. Ansonsten sind eigentlich ganz normale Gitze, die halbwegs Rüstung gut haben. Ne? Dann haben wir Chaos Warrior. Die haben alle Stärke 4. Das ist über dem Durchschnitt. Das macht die direkt besser. Die haben Rüstung 9. Das macht sie noch eine Ecke besser. Sie sind dafür nicht so schnell. Aber ansonsten sind das, die können aber auch wie immer, wie auch schon Escapen, die können Mutationen kriegen. Also die können Tentakel kriegen. Mehr Köpfe. Wahrscheinlich nicht unbedingt. Aber vielleicht mehr Arme oder allen möglichen Scheiß. Irgendwelche Chaosgaben. Dämonische Geschichten. Und ja, das, da kann man schon einige Blödsinn mit anstellen. Wobei die alle schlimmer aussehen. Aber gut. Und am Ende haben wir einen Minotaur, der ein bisschen zu viel gegessen hat, so wie der aussieht. Aber ja, Minotaur, der ist auch böse. Der macht große Löcher, ist ein großer Typ. Nachteil natürlich immer, er ist auch ein bisschen mehr als wildes Tier. Das heißt, wenn er nicht jemanden umnatzen darf, macht er wahrscheinlich nichts. Aber er ist ziemlich böse. Der ist schon... Ja, so Hörner, Frenzy, alles mögliche dabei, Mighty Blow. Wenn er zuschlägt, dann schlägt er richtig. Nächstes Team. Ja, Wood Elves. A new Wood Elf Team. Agility, Fluidity and Green Plants. Ja, genau. Also ich übergehe jetzt ein bisschen das Gelaber von denen, sonst ist Momo noch hier. Das sind Wood Elves. Die sind, stellt euch die High Elves vor, weniger snobbisch drauf, aber mit weniger vernünftiger Rüstung an. Das heißt, man wurde das ist Kanonenfutter Deluxe. Also die Typen sterben einem schneller, als man gucken kann. Die sind noch nicht mal stark. Die sind einfach nur agil und sagen, wir müssen vorbeikommen. Wir müssen vorbeikommen, uns darf nicht einer zu viel schlagen, sonst fallen wir nämlich tot auseinander. Und dafür gibt es natürlich den Catcher, den Thrower, den
Ward Dancer. Das ist tatsächlich ein bisschen spezieller Typ. Der hat nämlich alle möglichen Schiss am Start. Der ist auch ein bisschen tougher unterwegs. Aber jetzt nicht tougher, also der ist ein bisschen stärker. Aber auch keine gescheite Rüstung. Das heißt, man, die sterben schneller womöglich. Die ganzen Wutelfen sind eigentlich Kanonenfutter. Außer ihm hier. Wir können ein Treant aufstellen. Jawohl! Wir können einen Baum mit rumschleppen lassen, der um sich dreht, vielleicht zwischendurch. Der hat auch ein paar Nachteile dafür, ist also nicht alles Gold, was glänzt. Und er hat eine Armor von 10. Was ziemlich böse ist. Wahrscheinlichkeit, dass er hier hops geht, ist relativ gering. Aber er ist verdammt langsamer unterwegs. Deswegen, im Endeffekt, die Bäume bleiben irgendwann stehen und die Wutelfen springen außen rum und hoffen zu überleben. Gehen wir zum nächsten Team. Ja, es sind Echsenmenschen. Womöglich die stärkste Fraktion im ganzen Spiel. Warum, werdet ihr jetzt fragen? Ganz einfach. Sie haben den Groxigor. Das ist einfach eine verdammt große Echse, die unfassbar auf die Fresse hauen kann, Leuten. Und der Gag ist, obwohl das Vieh relativ stark ist und relativ gute Stats hat, hat das Vieh nahezu kaum Nachteile. Außer vielleicht Bonehead. Es ist nicht unbedingt das schlauste Vieh. Okay, es ist eigentlich genauso viel Nachteile, vielleicht, wie der Ogre. Nur es hat noch ein paar Vorteile extra dazu gekriegt. Deswegen, aha. Groxigor, der wird ganz große Löcher reißen, womöglich in der Landschaft. Unfassbar. Aber dann gibt es als zweitgrößten von den Saurusse. Die haben auch schon Stärke 4, aber keine Agility. Und verdammt gute Rüstung. Auch die werden verdammt große Löcher reißen in alle möglichen Leuten, die vor ihnen stehen wollen. Böse, böse. Und jetzt kommt das Beste und Schlimmste womöglich. Die haben Skinks. Das sind diese kleinen, blöden Schisser, die nur viel Agility haben und unglaublich ausweichen. Das heißt, die haben Typ so volle Brecher vorne stehen, die unglaublich tough sind und die unglaublich auspacken können. Und dann so kleine Schisser im Hintergrund, die dann die Bälle aufsammeln können und dann mal schnell gewinnen gehen. Grandios. Deswegen sind die auch nahezu also, wenn man es schafft, die richtig aufzustellen, ist der Drops eigentlich gelutscht und man verliert die Sache. Beziehungsweise man gewinnt als Lizard-Spiel. Aber, wenn man jetzt Lizard zu spielen, das ist fast Easy-Mode. Deswegen bin ich nicht unbedingt dafür, dass wir die nehmen. Aber hey, ist eure Sache. Vielleicht mal gucken, wie es bei Abstimmungen aussieht. So, und das waren jetzt die Typen. Jetzt mal ganz kurz einen Einblick, was euch im Spiel womöglich erwartet. Aber nur ganz, ganz kurz. Wirklich ganz kurz noch. Wir wollen nicht alles vorwegnehmen. So, und jetzt haben wir gerade mal einen Blick. Menschen gegen Orks spielen gerade auf einem doch sehr interessanten Feld. Die Idee ist auch eigentlich relativ einfach. Wir sind die Typen hier in der Regel, da hinten sind die Gegner. Wir müssen mit dem Ball bewaffnet auf diese Linie laufen und den Ball auch in den Händen halten. Und dann haben wir sofort einen Punkt erzielt. Und wenn er am meisten Punkt hat, hat gewonnen. Aber das wäre nicht Blood Bowl, wenn er das einzige wäre. Wir wollen natürlich so viele Typen krankenhausreif schlagen wie irgend Menschen möglich. Oder Ogre möglich. Und das werden wir jetzt ganz gut mal vorführen. Hoffentlich klappt das auch. Hau ich dich. Dich hau ich, weil du bist ein kleiner Schisser. Denn sowas wird auf euch zukommen im Spiel. Neben den rundenbasierten Kämpfen, also rundenbasierten Bewegungen, kommt dann sowas. Nehmen wir das. Ja, flieg da lang. Bleib wo stehen. Yeah. So sieht's nämlich in außen Blood Bowl. Leuten fies in die Fresse hauen. Oder anderweitig. Oh, das lassen wir mal lieber, glaube ich. Nehmen wir lieber noch einen dazu, wenn das vielleicht ein bisschen besser klappt. Auch du, Ork, wirst hoffentlich ein Gesicht kriegen. Aber auch das passiert in Blood Bowl. Manchmal wird man auch sich gegenseitig kaputt schlagen, einfach nur. Aber er ist gestunt, er ist zwei Runden lang weg, nicht nur eine. So, aber ganz kurz mal Einblick. So ungefähr wird das Spiel danach aussehen. Natürlich nicht so platt, wie ich jetzt gerade gemacht habe. Normalerweise macht man das ein bisschen trickreicher, weil vor allem der Ball ist immer noch hier am Rumliegen. Da sollte man sich zuerst drum kümmern. Aber ja, seid darauf gespannt, wenn es dann heißt, am Freitag womöglich für ein Random Friday, dass ich das Stadtspiel mal ein Detail mal ein bisschen vorstelle. Und dann halt am Sonntag womöglich, dass wir anfangen, im Turnier zu spielen. Ich hoffe, auf rege Bekleidung wollte ich gerade schon sagen. Auf regen, nicht unbedingt Zuspruch, aber hoffentlich Beteiligung wenigstens, dass wir ein Team zusammenkriegen, dass gesagt wird, okay, wir nehmen das Team. Ob jetzt genug Leute danach dann da sind, auch die alle dann spielen wollen, sei mal dahingestellt. Aber hey, das wird unglaublich unterhaltsam und glaub gar nicht, wie dieses Spiel einen unglaublich foppen kann. Und das kann sein, dass man sein eigenes Team umbringt zwischendurch. Aber hey, das ist dann eine Sache der Würfel. Da habe ich nichts mit zu tun. So, das war's eigentlich auch schon. Danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann am Wochenende auf dem Spielfeld. Bis dann.